Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen bei Boxer Bus Garage. Schön, dass du mit dabei bist. Heute fahren wir nach Neukirchen-Flüen, denn wir sind auf guter Mission unterwegs. Bei dem Wetter kannst du sowieso nicht viel machen und wir wollen meine Garage etwas wohnlicher gestalten. Hier ist meine neue Errungenschaft, ein wunderschöner, alter, handgewebter oder handgeknüpfter Teppich, den ich natürlich hier in meine Garage ausgelegt habe, denn ich dachte mir so, ja, über den Winter, ihr könnt sehen, ist es hier schon echt anstrengend, auf dem Boden rumzukraxeln und sich wirklich den Arsch abzufrieren, auf gut Deutsch gesagt. Auch wenn du so am Schrauben bist, selbst im Sommer, macht das nicht sehr viel Bock, wenn du auf diesem kargen Betonboden hier herumkraxeln muss, das tut den Knien weh, das ist uncool, das macht keinen Bock. Und da habe ich mir gedacht, da muss ich Abhilfe schaffen, über den Winter ist sowieso nicht viel zu tun, deswegen machen wir das jetzt. Und so haben wir uns beholfen. Ganz einfach bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Ich werde auf jeden Fall hier noch einen langen Läufer oder so besorgen. Die hatte ich ja vorher schon mal, die kleinen Teppiche. Die sind auch fürs Drunterlegen so unterm Auto richtig gut. Vorteil hierbei natürlich jetzt, wenn man so ein Riesenteil hat, ihr müsst nach gar nichts mehr gucken. Und egal, wo du unters Auto gehst, du hast es schön weich. Denn du kannst dich echt hier fallen lassen, kannst hier vernünftig schrauben. Natürlich muss man ganz klar sagen, mit den Autos hier immer rein und raus fahren, hier ist ja nichts befestigt oder gepflastert, werde ich mir natürlich einen Haufen Dreck reinholen. Ich komme nicht drum herum, dann hier mal alle paar Wochen zu saugen. Aber die Frage liegt einfach darin, fegst du alle paar Wochen oder saugst du und schmeißt die Teppiche nach ein paar Jahren dann weg? Und dafür konntest du vernünftig hier schön liegen, arbeiten. Denn ich habe ja keine Bühne, ich mache ja hier alles wirklich mit Wagenheber. Und für sowas ist das eigentlich schon relativ geil. Der Vorteil hierbei ist natürlich, durch den Teppich dämmt das ein bisschen. Sprich, die Wärme. Also hier ist nicht viel Wärme in der Garage, gar keine Frage. Aber generell, du merkst, so ein bisschen Wärme wird gehalten. Der kalte Boden, der kann nicht sofort alles an einen abgeben. Also es ist schon wirklich denkbar und auch wirklich fühlbar besser, einfacher hier zu arbeiten. Ich werde auf jeden Fall hier auch noch arbeiten. Ihr könnt sehen, da habe ich schon mal einen testweise einen Teppich besorgt. Aber findet man einen Teppich, der so groß ist? Die Garagen sind, glaube ich, 7 Meter mal 3. Und hier sieht man den Teppich einmal, den habe ich schon vor ein paar Tagen besorgt. Der hier war umsonst. Den habe ich aus einem alten Bauernhaus bekommen. Und ich finde es eigentlich ganz cool, solche alten Sachen dann noch ein paar Jahre weiter zu verwenden, bevor ich jetzt einen teuren Boden kaufen muss. Gibt ja so Auslegeplatten und alles. Bezahlst den Quadratmeter dann 5 Euro. Dann rechnet euch mal hier raus. Dann steckst du hier einen 100er nur rein, um hier Boden reinzumachen, der dann so ein bisschen gummiert ist. Totaler Blödsinn. Der wäre weggeschmissen worden. Jetzt habe ich ihn gefunden, habe ihn nur abgeholt, ein bisschen Sprit bezahlt. Er hat noch ein paar Jahre hier bei mir. Und wenn er dann wirklich komplett auf ist, dann schmeißen wir ihn halt weg. Wie gesagt, Vor- und Nachteile gibt es. Ihr müsst natürlich mit dem Öl aufpassen, dass ihr euch den nicht versaut. Dann könnt ihr ihn sofort wegschmeißen.
Aber ich glaube, für mich hier ist das eine gute und vor allen Dingen billige Lösung, denn ich habe, wie gesagt, nichts dafür bezahlt. Ich gucke, dass ich die Teppiche umsonst irgendwo herkriege. Und bevor die Leute es wegschmeißen, sage ich mir, okay, lege ich das mir hier rein. Die Optik finde ich eigentlich voll geil. Ich stehe auf so alten Kram. Und kann das hier noch weiter nutzen, um hier dann ein bisschen zu schrauben. Natürlich muss man dann überlegen, wenn man hier Lackierarbeiten und so macht, muss man das wegräumen. Dafür müssen die Autos ja theoretisch auch raus. Und ob ich den jetzt rüberklappe, einrolle oder so, und dann wird der hier von der Unterseite ein bisschen dreckig. Ja, mein Gott, dann ist das nun mal so. Er wird noch gebraucht, sonst wäre er in Schrott gegangen, beziehungsweise in eine Müllverbrennung. Und das finde ich schade. Ich würde sagen, das war's wieder mit diesem Video. Total weird, hat gar nichts mit meinem normalen Content zu tun. Fand ich aber doch mal interessant, denn mich würde es interessieren, ob ihr auch solche Ideen habt, um ein bisschen, ja, so alten Kram dann noch ein paar Jahre zu nutzen. Gerade auch wegen Geldmangel und alles. Heutzutage ist ja alles schweineteuer geworden. Finde ich dann eigentlich ganz geil. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich suche noch weitere Teppiche, damit wir die andere Seite auch voll machen können. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos, wenn es irgendwo hier an einem dieser ganzen Projekte weitergeht. Und bis dahin, mach's gut, Peace, bis zum nächsten Mal. Ciao.